Glaubst du, wer du bist? Handy weg! Dann steigen Sie aus. Wollen Sie? Verschwinden Sie. Ja, schnell. Polizist Stefan Pfeiffer platzt der Kragen. Nach einem Auffahrunfall auf der A6 in Bayern erliegt ein 47-jähriger Lkw-Fahrer seinen Verletzungen. Er stirbt noch am Unfallort. Auf der Gegenfahrbahn bildet sich ein kilometerlanger Stau durch Schaulustige. Sie bremsen ab, zücken ihre Handys, öffnen die Fenster und gaffen. Unser Problem ist letztendlich auf der Gegenfahrbahn, da kann ich jetzt niemanden auch noch anhalten. A, gefährde ich damit die Einsatzkräfte, die rüber müssen, und B, bringe ich da den Verkehr noch mehr zum Stehen. Das heißt, die da drüben, die kann ich im Prinzip bloß versuchen zu ermahnen. Und dabei lässt er seinem Ärger über die Gaffer freien Lauf. Hey! Gib dir dein Handy endlich aus der Hand, dann komm rüber und hol dich raus! Haben wir uns verstanden? Schau, dass dein Handy wegtut! Glaubst du, wer du bist? Handy weg! Nach Stunden wird ein Fahrstreifen der Unfallrichtung wieder freigegeben. Doch auch hier gezückte Handys. Stefan Pfeiffer reicht's. Er gibt den Gaffern, was sie wollen. Ihre Sensation. Tote Menschen? Fotos? Möchten Sie den Toten sehen? Nein, Sie möchten nicht? Wieso machen Sie dann Fotos? Wenn Sie möchten, können Sie Hallo zu ihm sagen. Möchten Sie? Dann müssen Sie jetzt 128,50 Euro zahlen, weil Sie Fotos vom Unfall gemacht haben. Schämen Sie sich. Wir stellen fest, dass dieses direkte Konfrontieren mit der Situation die Leute dann schon schockiert und ihnen auch klar macht, wie gesagt, das ist hier kein Spiel, sondern das ist bittere Realität. Es ist eine ungewöhnliche Maßnahme, doch sie scheint Wirkung zu zeigen.